Jo Leute, was geht? Ich bin's, Rebecca. Ich bin wieder da mit einem neuen Video für euch. Falls ihr noch nicht mein letztes Video gesehen habt, wo ich den Grinch angerufen und angeschrieben habe, schaut es euch unbedingt an, weil sonst versteht ihr wahrscheinlich gar nichts mehr. Es war echt extrem merkwürdig, denn es ist tatsächlich der Grinch rangegangen. Ich habe ja eine neue verfluchte Nummer gefunden. Sie hat funktioniert und es ist jemand rangegangen, der so aussah wie der Grinch. Und ja, ich habe euch in dem Video gefragt, übrigens, wie spät ist es jetzt gerade? Ich glaube schon wieder dieselbe Uhrzeit wie letztens. Ja, 2.43 Uhr, irgendwie immer dieselbe Uhrzeit, habe ich das Gefühl. Okay, 2.44 Uhr, Moment. Der 25. Dezember habe ich euch in dem Video gefragt, ob ich ihn nochmal anrufen soll. Und ganz viele von euch waren der Meinung, ich soll es unbedingt tun. Und ihr habt mich auf etwas Bestimmtes aufmerksam gemacht, was ich ihn unbedingt heute fragen möchte. Und zwar, er hasst ja irgendwie Weihnachten und er klaut irgendwie Geschenke von anderen. Und er hat ja richtig so merkwürdiges Zeug geschrieben mit so ganz vielen Emojis. Er hat mich richtig zugespammt. Ich dachte mir, wir fragen ihn einfach mal, wieso er wieder Weihnachten hasst. Denn eigentlich, laut dem Film ist es ja so, er hat ja gelernt, Weihnachten wieder zu lieben. Er hat ja so ein kleines Mädchen kennengelernt, die sich irgendwie Cindy Lou Who nennt oder so. Und ja, die hat ihn irgendwie seine Vergangenheit vergessen und verarbeiten lassen. Und dadurch hat er wieder gemerkt, dass Weihnachten doch ganz schön ist und ja, man nicht Geschenke klauen sollte und Weihnachten hassen sollte und so weiter. Deswegen dachte ich mir, ja, wir fragen ihn einfach mal, warum er wieder Weihnachten hasst. Und bevor die Weihnachtszeit jetzt um ist, mache ich das einfach mal heute. Heute ist ja der 25. schon, also der erste Weihnachtstag. Der erste richtige Weihnachtstag, weil am 24. ist ja Heiligabend. Und vielleicht beantwortet er das uns und ich würde das mal echt gerne wissen. Also, was ist seine Begründung, warum er wieder gerne Geschenke klaut und Weihnachten hasst? Ich will es wissen. Und übrigens, Leute, ich habe den Grinch geschaut, aber den ekligen Teil habe ich angefangen, also den, wo er so richtig creepy aussieht, aber meist immer abgebrochen. Aber den zweiten Teil, also diese neue Verfilmung, habe ich auf jeden Fall geguckt und den mag ich echt gerne. Aber ja, den ersten Film so, weiß nicht, ich finde den echt merkwürdig, Leute. Ihr könnt mir nicht erzählen, dass ihr den süß findet. Oder findet den jemand von euch süß? Würde so ein Grinch vor meinem Bett stehen, ich würde durchdrehen. Also eigentlich müsste er ja rangehen. Es ist jetzt Weihnachtszeit. Obwohl er hasst sie ja. Naja, egal. Egal. Aber ich weiß jetzt nicht, ob ich ihn gerne nochmal sehen will. Ich weiß nicht, soll ich ihn normal anrufen oder über FaceTime? Drückt auf jeden Fall einen Daumen nach oben, wenn ihr Weihnachten auch so sehr liebt. Übrigens habe ich einen neuen Weihnachtspulli an. Hier, Team Santa bin ich diesmal komplett in Rot-Weiß. Richtig weihnachtlich. Gestern war ich ja in Grau. Jetzt bin ich komplett in Rot. Lasst mich mal in den Kommentaren wissen, was seid ihr? Team neuer Grinch oder Team alter Grinch? Okay, nur noch 15 Sekunden oder so und dann haben wir 3 Uhr. Ich bin dezent nervös. 10, 9, 8, 7, 6, 5. Punkt 3 Uhr, Leute. Geht das? Erschrocken. Es klingelt. Es hört sich so an wie so ein Gewehr, ey. Was ist das? Das soll ich nicht sehen. Hä? FaceTime nicht verfügbar? Hat er mich geblockt oder was? Oder weil er nicht rangegangen ist? Geht seine Nummer nicht mehr oder was? Aber es hat ja geklingelt. Ich guck mal, ob er auf WhatsApp online ist. Nein. Hier sollte ich ihn nochmal vielleicht auf WhatsApp anschreiben? Moment, vielleicht probieren wir das mal, weil ich weiß nicht, ob seine Nummer noch geht. Weil da stand ja auf einmal FaceTime nicht verfügbar. Bitte, lass die Nummer noch funktionieren. Jetzt auf einmal brauche ich die Nummer. Ja, Mann, ich will ihn das fragen. Das ist eine wichtige Frage, die wir klären müssen jetzt noch zu Weihnachten. Das ist einfach lebensnotwendig. Nicht. Okay, ich glaube, ich habe das jetzt verbunden. Moment. Bildschirmaufnahme geht. Okay, wir schreiben ihn jetzt an und fragen ihn einfach mal. Hallo, Grinch, bist du da? Also es wurde zugestellt. Das heißt, das Handy müsste an sein. Und ja, er hat noch WhatsApp. Hä? Also er kommt nicht online. Naja, vielleicht hat er ja total Weihnachten gefeiert mittlerweile. Ich weiß es nicht. Es liegt ja wahrscheinlich irgendwo da, pennt erstmal seinen Rausch aus oder so. Er ist online, er ist online, er ist online. Hallo. Soll ich ihm schreiben, dass ich sehe, dass er online ist? Aber klingt das nicht ein bisschen zu stalkermäßig? Ich weiß ja nicht. Warte mal, feierst du gerade Weihnachten? Ja, kann ja sein, dass ich ihn störe oder so. Er schreibt, er schreibt. Was willst du?
Willst du keine Geschenke mehr? Ich habe doch schon mein Geschenk. Soll ich jetzt was schreiben oder soll ich warten? Weil er schreibt gerade. Vielleicht sollte ich ihn erstmal ausschreiben lassen. Ich weiß, dass du welche hast und es ist mir egal, ob sie schon ausgepackt sind. Leute, hat er mich gehört gerade oder was? Ich habe das doch gerade gesagt. What? Was? Ich klaue sie alle? Ha, 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 ha. Schon wieder Geschenke-Emojis. Er spammt. Er spammt schon wieder. Egal, wir schreiben jetzt einfach. Ich wollte dich fragen, warum du wieder Weihnachten hast. Beantworte diese Frage. Wir wollen es wissen. Warum hast du wieder Weihnachten, Grinch? Okay, mal gucken, was er jetzt sagt. Was ist das für eine Antwort? Clown-Emojis und dann nur hahaha schon wieder. Kannst du das nicht beantworten? Wieso hast du Weihnachten und du mochtest das Fest doch mittlerweile wieder? Ich hasse Weihnachten, weil ich wieder alleine gelassen worden bin. Was? Von diesem Mädchen oder was? Oder von wem? Aber warum will er meine Geschenke dann klauen? Ich habe damit nichts zu tun, okay? Von Cindy Lou Who? Wird die so geschrieben? Ich glaube schon, oder? Oder von wem? Ich habe jetzt gerade ein bisschen Mitleid. Obwohl er echt gruselig ist, aber ich habe echt Mitleid gerade. Was schreibt er? Er schreibt wieder richtig lange. Kommt noch was? Er hat doch gerade geschrieben. Hä? Von Cindy? Ich wollte gerade schreiben von Cindy und dann schreibt er, erwähne nie wieder ihren Namen und dann diese Emojis. Versteht das jemand von euch? Ist er jetzt aggro oder was ist das? Okay, vielleicht sollten wir mal fragen, was ist passiert? Vielleicht ist das besser, die Frage? Okay, ich werde nicht ihren Namen erwähnen. Ich halte mich lieber daran. Hör auf zu fragen, sonst? Oh mein Gott, sonst was? Geschenke. Clown ist fies. Ey, Leute, er hat geschrieben so, hahaha, und ich sag dann so, Geschenke klauen ist fies. Und ich wollte gerade schreiben, das macht man nicht. Und er sagt, es ist lustig, was jetzt? Bezog sich das jetzt auf sonst was oder auf Geschenke klauen? Zu versauen geht gar nicht. Niemand hat Schuld daran, dass du alleine bist. Du solltest damit aufhören. Ist das jetzt so gut, dass ich das geschrieben habe? Ich habe keine Ahnung, aber worauf bezog sich? Es ist lustig. Vielleicht sollten wir ihn gleich mal anrufen. Wenn er schreibt, er ist am Handy. Vielleicht können wir es ihn besser am Telefon fragen. Ich freue mich schon, deine Geschenke zu klauen. Haha. Ey, das ist gar nicht lustig. Nein, danke. Ich sag jetzt einfach, wirst eh nicht schaffen. Er hat nicht meine Adresse, also wie wir das hinbekommen. Wirst eh nicht schaffen. Dann habe ich eins für dich. Oh mein Gott, was? Ich dachte, er klaut Geschenke. Warum hat er jetzt eins für mich? Und was soll das sein? Ein Bild von ihm oder was? Etwas Grünes, hahaha. Wow, dich oder was? Sehr lustig. Er ist offline gegangen. Oder meint er vielleicht einen FaceTime-Anruf? Ey Leute, vielleicht meint er, ich kann ihn jetzt über FaceTime wieder anrufen? Weil etwas Grünes, er ist ja grün. Oder was könnte es sein? Schreibt es mal jetzt in die Kommentare. Also er ist jetzt offline gegangen, er ist jetzt nicht mehr irgendwie on. Vielleicht meint er echt, ich soll ihn über FaceTime anrufen. Weil vorhin hat es ja nicht funktioniert. Vielleicht funktioniert es ja jetzt. Warte, ich beende mal eben hier die Bildschirmaufnahme. Ich speichere das mal eben ab. Nicht, dass es verloren geht. Und dann rufen wir ihn an. Moment, ich muss raus aus dem Bild. Ich hoffe, er meinte das. Meint er, geht ran? Grinch, 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 Grinch! Ich muss dich um irgendwas fragen. Bitte bleib dran. Bitte. Voll sauer in die Kamera geschrien. What the?
den Schock seines Lebens bekommen. Ich habe damit null gerechnet. Was ist das für eine verfluchte Nummer? Und wieso ist man so aggro an Weihnachten? Oh mein Gott. Ich weiß nicht, ob ich die Nummer anrufen will, Leute. Ich weiß es nicht.